Guten Morgen. Weil ich gerade in den Nachrichten gehört habe, die Regierung sitzt ja zu einer Klausur und da ging es auch um die Schulautonomie, aber Entscheidungen darf man in diesem Bereich nicht erwarten. Wow, und schon wieder so einen Hals. Wirklich. Jetzt frage ich mich, was machen denn die Finnen da anders? Warum geht es einfach, dass die das, also mein, rigoros ändern? Was ist da anders? Warum können wir das nicht? Da wird ewig, ich meine, seitdem ich, ja, ihr habt wirklich den Eindruck, seitdem ich denken kann. Geht's nur um diese Themen in der Bildung und es bewegt sich nichts. Und wenn ich also diese praktischen Beispiele meiner Kinder in der Schule, ja, mitbekomme. Jeder weiß, dass man immer komplexe Themen hat. Und dass das Einteilen in diesen Fächern, eh, ma, bitte, ja. In der neuen Mittelschule wollten sie das ja auch wirklich aufheben, fächerübergreifend. Aber das geht ja dann mit den Stundeneinsparungen, was sie ja da alles kaputt gemacht haben, geht das ja dann oft gar nicht mehr. Aber letztendlich sitzt man doch immer vor einem gesamten Ding. Es ist ja nie der Text alleine und nie die Mathematik alleine und nie irgendwelche gestalterischen Dinge alleine immer getrennt zu sehen. Na, das schaffen wir wieder nicht. Aber die Finnen können das. Und da kriege ich wirklich, wenn man denkt, na, wenn ich das nur höre, wenn ich das nur höre, man darf sich keine Entscheidungen erwarten. Na, erwarte ich mir eh nicht mehr. Es ist tatsächlich so, ich erwarte es mir nicht. Die werden wahrscheinlich irgendwie alle irgendwann verschwinden und es wird alles beim Alten bleiben, weil, mei, das haben wir ja schon immer so gemacht und warum sollte man denn was ändern? Gut, also es regt mich im Bildungssystem wirklich massiv auf, wenn man ein bisschen hinausschaut, wie es in der Wirtschaft läuft oder wie es auf den Arbeitsplätzen läuft, ja. Dann muss man doch einsehen, dass das mit dem Bildungssystem nicht mehr geht. Die Berufsschulen. Ich meine, es gibt glücklicherweise dort auch viel Gutes. Aber wenn ich mir das denke, was da in der allgemeinen Wirtschaftslehre auf die Zettel schmieren, das könnten sie alles in Excel machen und da hätten sie mehrere Komponenten gleich dabei. Weil niemand, ich habe es meinem Steuerberater gezeigt, niemand macht, wirklich niemand macht es mehr so. Ja, also wie ihr seht, es ist ein heißes Thema für mich und ich pack's einfach nicht, solche Meldungen am Morgen, da reicht's mir wirklich tatsächlich. Wenn man denkt, jetzt gehe ich raus, geh arbeiten, liefer brav mein Geld ab für solche Nachrichten. Das kann ja nicht sein, oder? Aber es ist so, tatsächlich. Tschüss, schönen Tag.